Ich krieg das mit dem Steam Hospital noch nicht so ganz hin, weil das ist, glaube ich, ist irgendwie auf DOS basiert noch irgendwie. Oh, jetzt kommt hier gerade Musik von meinem eigenen Stream. Ja, also irgendwie das ist, weil das DOS-basiert ist, kackt das immer ab, wenn ich raustabbe und ich muss es ja einmal zum Laufen bringen, damit ich es in OBS sozusagen als Gameaufnahme adden kann. Jetzt pass mal auf, Position, ganz nach unten, ne? Nach unten bewegen. Kann ich das nicht ganz? Warte mal. Reihenfolge ganz nach unten. So, schauen wir mal, ob das jetzt geht. Ja, es ist jetzt hier ein kleines Fenster, aber das sieht man irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ach, die ganze Klimbim hier. Das kann ich nicht maximieren. Wie geht das denn? Weil da kommen wir schon hier, ne? Schon an unsere Grenzen. Wahnsinn. Vor allem, ich kann jetzt auch nicht. Hallo. Ich sag nochmal Hallo. Ja? Sind Sie da für eine zur Vorsorgeuntersuchung? Dann bitte nehmen Sie kurz Platz, es geht sofort gleich los. Wir rufen Sie dann auf. Ja? Bitte Privatpatienten nach vorne und Kassenpatienten bitte nach hinten. So, ich, jetzt habe ich das hier so in klein. Das ist ja voll blöd. Warum geht das? DOS-Box. Ich bin total überfordert und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nee, das ist ja echt ein bisschen komisch jetzt gerade. Ich versuche nochmal Eigenschaften aktiv auf Bildschirmgröße strecken. Ja, also eigentlich habe ich diese Box hier schon ausgewählt. Okay. Machen wir H1, Z1 aus, ne? Ja. Das ist komisch. Aber sonst versuche ich das jetzt einfach nochmal zu starten. Ich habe es jetzt genommen und hier gedingst. Schon als Game-Aufnahme. Sonst muss ich es vielleicht nochmal starten. Ich mache mal kurz. Moment. Nee. Starte Network Game. Ich gehe nochmal raus. Ich kavitte das nochmal. Ja. Man sieht gar nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So. Nochmal. Jetzt aber. Ich hoffe, man sieht was. Ich dürfte halt, darf halt nie raustappen. Ach, scheiße, ja. Der verhaut mir halt auch den zweiten Monitor dann komplett, wenn ich hier reingehe. Ist ja blöd. Das ist ja unideal, sag ich mal. Jetzt versuche ich doch nochmal raus. Leute, Leute, Leute. Das ist alles nicht so trivial, ne? Das ist alles nicht so trivial. Pop-out. Mal meine Chat auspoppen. Vielleicht bringt mir das was. Das mal kleiner. Mal, das ist ja. Das geht ja gar nicht so, wie ich mir das. Ja, man sieht nix. So, ich gehe jetzt da wieder rein. Jetzt hat das wieder in so ein kleines Fenster. Wie mache ich das denn? Wenn ich das jetzt starte, macht das dann wieder groß? Nein. Fuck. Entschuldigung. Was? Was bitte? Nee, ihr checkt das auch nicht. Ich krieg das nicht zum Laufen. Leute, sag mir doch mal, wie geht das? Wie geht das denn? Oder ich mache einfach eine Fensteraufnahme und ziehe das dann groß. Nee, das ging ja auch nicht. Ich versuche es jetzt noch einmal. Ich starte es jetzt noch einmal. Gucken wir mal, ob er jetzt mir wieder das darüber macht. Alter. Das ist ja nervig. Das ist ja total nervig. Nee, das geht. Ah ja, der D-Bus, das geht nicht mehr. So, pass auf, das machen wir jetzt anders. Ja, tada. Vielen Dank für Ihre Geduld. Kann ich das ja schon mal bearbeiten? Ich spiele Team. Ich möchte Team Hospital spielen. Team Hos. Was? Hospital. Kostenlose Voruntersuchung. Dann. So, jetzt machen wir das nochmal. Nee, irgendwie geht das nicht. Kommt denn zwischendurch? Habt ihr zwischendurch was gesehen? Also, wenn das hier geladen ist?
Moment. So. Mache ich jetzt das einfach mal. Ich versuche es jetzt nochmal anders. Und mache jetzt mal eine Monitoraufnahme. Aber den anderen. So. Genau. Schauen wir mal, ob ich das jetzt einfach mal hier playen kann. Ich versuche jetzt hier dem ganzen Spiel, das ist ein Schnippchen zu schlagen, sozusagen. ich bin so verwirrt. So. Spielen. Und? Oh, jetzt sehe ich wieder nichts. Wenn ich jetzt wieder raustappe, ist es wieder weg. Das ist doch nervig, ist das doch. Ehrlich. Ja, das kann sich nur noch umstoßen. Oh! Man sieht was, aber. Das macht jetzt wieder nicht Fullscreen hier. Warum nicht? Scheiße. Ja, komm, dann. Jetzt so geht's, glaube ich. Ich entschuldige mich für das Chaos, aber eigentlich wäre ich ja nicht ich, wenn das nicht total chaotisch wäre, ne? So, jetzt muss ich mir das so in den Vordergrund machen, dass wenn ich das jetzt spiele, ich trotzdem noch das OBS sehe. So. Die Spannung steigt. Ah! Und? Die Qualität ist fabulös. Ja, dieses Spiel, dieses. Naja. Es ist sehr laut. Die billigen Games. Na, da gibt es bestimmt noch einen Trick oder so für so DOS-Games, aber. Ich hoffe, jetzt geht's. Bitte, 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 bitte. Also, ich habe jetzt, ich kann euch sehen, also Chat, und ich kann mein OBS-Fenster sehen, aber ich kann den Live, ich kann den Stream nicht sehen, und deswegen, ihr müsst mir dann sagen, nee, ich kann nicht raustappen. Es tut mir leid, ich kann leider nicht raustappen. Wir gucken uns jetzt dieses geile Intro an. Was? Das ist schon sehr geil gemacht, eigentlich. Das wäre mal, also die müssten mal ein Theme Hospital rausbringen, wo man jetzt wirklich auch so in den OPs rumlaufen kann, ne? Das wäre ziemlich knorke. Ja, oder wo man einfach genau dann die Patienten, wenn es misslungen ist, die Operation, die einfach entsorgen kann. Könnt ihr mir bitte kurz einmal Feedback dazu geben, wie der Sound ist und wie die Auflösung? Ach du Deibel, ey. Das gehört noch zum Intro übrigens. Trauriger Mama. Mann, ey. Das ist ja geil. Ich hatte es gar nicht mehr so schön in Erinnerung. Oh mein Gott. Ah ja, stimmt, man muss ja Leute. Boah, die Grafik, ne? Krass, die haut mich auch total um. Ist ja eine Perle. Dann nicht mal 2D, ne? Das müssen wir uns jetzt leider hier antun, das Intro, weil es einfach so wunderschön ist. Bisschen leiser? Ich kann nicht raustemmen, ey. Scheiße. Also ist es. Ist es un ist es ganz schlecht oder geht's? Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, warte mal. Das ist ja kacke. Jetzt muss ich raustappen, um den Sound leiser zu machen. So, habe ich gemacht. Und wenn ich jetzt wieder reingehen will, ist es wieder in diesem Fensterding hier. Das ist doch scheiße. Muss ich nochmal neu starten. Ja, gut, dass wir noch nichts gespielt haben, aber ich kann ja sonst demnächst dann dann nochmal neu laden. So, und weiter geht's. Es lädt ja Gott sei Dank total schnell. Jetzt ist was überm Chat.
Oh Mann, Leute, das ist so anstrengend, ey. Das macht mich voll fertig. 2015. Ja, fast. So. Jetzt nochmal, bitte. Bitte, bitte, bitte. Jetzt habe ich das Spiel ganz leise gemacht. User gucken. Was haben wir jetzt? Eine Viertelstunde habe ich euch jetzt hier schon genervt. Egal. Das gehört bei mir immer ein bisschen Chaos, gehört immer dazu, ne? So. Jetzt bloß nicht aus Versehen raustabben. Ja. So, da sind wir. Jetzt kommt der Professor mit der Menüprofessor. Ich weiß nicht, was Sarkasmus ist. So, boah, die Maus ist total schnell. Kann man. Warte mal, Einstellungen gibt's da? Start a new game. Ist gar nicht so trivial, Leute. Ne? Also, das ist schon hier. Das ist schon richtig skillig. Doktor, was? Medium? Nein. Easy. Nee, komm, wir machen normal. Wir machen Medium. First Game. Yes. Ich brauche Tutorial. Das ist so lang gespielt, das ist, als wäre es wieder mein erstes Mal. Low Res. No. Boah, mehr kann ich nicht einstellen. Geil sieht das aus. Und jetzt? Ich weiß nicht, lädt das? Ich habe keine Maus. Oh. Ah, ich musste einfach irgendwie klicken. Ja! Ich guck mal kurz, ob ich hier die Einstellung, ob ich. Ach, ich muss jetzt erst das Tutorial machen, bevor ich. Hier, warte mal. Higher Staff. Wo gibt's denn Einstellungen? Escape. Ach, shit. Wie kann ich denn. Ach, guck mal da oben. Hoppla. Display. Display. Shadows, ja. Low Res, nein. High Res Options. Ich habe nämlich gesehen, wie manche. Das halt auch Vollbild haben. Das ist jetzt gestreckt. Das muss ja ganz grauenvoll sein, ne? Habe ich das im Internet gesehen? Vielleicht kann das mal einer kurz schauen. Das wäre total klasse, wenn das mal einer nachgucken könnte, weil ich kann da nicht raustreten. Brauchen wir so einen Emulator? Nein. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja? Also, hello first, your hospital needs a reception desk. Select one from the corridor equipment menu. Alles klar. Okay, wir brauchen. Das ist das. Okay, wir brauchen eine Rezeption. Klar, wo die ganzen Leute kommen. Rezeption 1. Purchase. Ah ja. Drehen auch? Click on right mouse to rotate. Place it down in your hospital with the left mouse button. Oh, wo waren wir das? Ich bin jetzt aufgeregt. So, dahin, oder? Dahin. Okay. Need a receptionist to deal with your patients. Hoppla, ich komme mal ran, ich scrolle. Die Musik ist immer noch zu laut. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Game 1. Ich save das mal und dann gehe ich jetzt nochmal raus und mache das nochmal leiser. Das macht so Spaß. Diese Einstellung hätte ich vielleicht vorher machen sollen, aber ich dachte irgendwie, es wäre einfacher. Kann ich jetzt nicht. Scheiße, echt. Das ist wirklich sehr nervig. Jetzt pass mal auf. Ja, wie kriege ich das jetzt hin, dass das größer ist? Weil das ist jetzt, glaube ich, von der Qualität, oder? Dass das Menü kleiner ist. Habt ihr jetzt irgendeine Ahnung? Mann! Die Musik ist noch zu laut. Okay, und was noch leiser. So, die Musik ist auch nicht jetzt so ausschlaggebend, ne? So. Man muss natürlich hören, wenn die Leute, die Patienten sich übergeben und so. Das ist natürlich wichtig. Ja, das kann ich ja eigentlich unten. Das braucht man nicht mal. Ja, was mache ich jetzt? Ach so.
Ich gucke jetzt gerade mal einmal. Ich google das mal selber. Hospice, Team Hospital. Was googelt man denn da? Fullscreen? Warte mal, Team Hospital. Höhere Auflösung? Höhere Auflösung? Weil wenn ihr das mal googelt nach Bildern, dann kriegt man nämlich Bilder, wo das Menü so klein ist irgendwie und das ist alles irgendwie viel größer. In Full HD. Ah ja, da. Schauen wir mal. Source-File, okay. Ja, ich glaube, das wird nichts. Nee, ist es denn zuschaubar? Ja, so wie es gerade war, Leute? Die Musik kann man im Spiel nicht leiser machen. Man kann, glaube ich, nur sie ausmachen. Man kann die, ja, Musik... Volume? Ehrlich? Ohne Scheiß? Gut, dann versuche ich das jetzt, glaube ich, nochmal. Das ist... Spielen mit Eve, ja? Ich muss, glaube ich, zur Vorsorgeuntersuchung. Krass, 1990, 94. Alter Vater, das gibt's gar nicht. Dass man es überhaupt noch spielen kann, ist ja ein Wahnsinn. So, zack, Rummelbummel. Komm, jetzt mach, wir haben doch keine Zeit. Jetzt muss ich wieder einen neuen Namen eingeben, aber ich will ja laden. Ich will deinen Spielstand laden. Ups. So, ja. Ich glaube, da kann man nicht escapen, dass der schneller macht. Dann ist man nämlich raus aus dem Spiel. Kick me. das finde ich schon ganz schön innovativ gemacht, eigentlich, das Menü. Previous Game. Ich glaube, da muss er ja auch meins wahrscheinlich haben. Denke ich mal. Okay, ich gehe davon aus. Ich möchte jetzt spielen. Manu. Ah, da sind wir wieder. Super. Okay, jetzt gucke ich nochmal. Options. Sound Volume. Na geil. Aber Sound ist es. Music Volume. Ach, ich lasse es nochmal. Ihr sagt mir dann kurz, ob es geht, weil ich kann jetzt nicht mehr wieder. Ja, das kann man alles hier nicht mehr einstellen. Jukebox. Game Speed. Ach so, genau. Ja. So, jetzt machen wir erstmal. Was hat er jetzt gesagt? Ach so, ich muss einen Rezeptionisten einstellen. Staff Management. So. Wunderschön hier, ne? Krass, es ist so lang her, dass ich das gespielt habe. Und es hat mich damals so gefesselt. Wo kommt die jetzt? Kommt da keiner? Rauswerfen? Ach so, nee, warte mal. Da kann ich nämlich eine Übersicht über meine... Nein, nein, nein. Scheiße. Townmap, Staff Management, das ist nicht zum Einstellen, ne? Scheiße. Furnish Corridor. Oh, jetzt habe ich sie dann nicht aufgepasst. Wo geht das? Scheiße. Felicity Charts. Status. Oh, jetzt geht's gleich los. Drug Casehold, Townmap. Scheiße. Wo kann ich denn da einstellen? Sind keine Leute da? Oder kann ich die erst einstellen? Nee. Ich glaube, das muss ich nochmal... Higher Stuff. Die Grafik macht mich fertig. So, Sings in a rock and roll band, lazy and badly motivated. Das wollen wir natürlich nicht. Rearranges furniture, rash and easily distracted. Nein, plays theme park a lot. Rude and abrasive. Gets people's backups. Die sind ja alle irgendwie... Die ist wenigstens fähig. Polite and helpful. Oh, die ist cool, aber die kostet natürlich gleich ein bisschen mehr, ne? King, ach komm, die nehmen wir. Geil, wie die aussieht. Ah, ich glaube, ich tot.
Alt Enter. Soll ich das? Nee, das möchte ich lieber nicht. Check das bitte nochmal nach, ob das wirklich so ist. Oh, scheiße, jetzt kommen gleich schon die Leute. Wir brauchen. Nee, das brauchen wir nicht. Wir brauchen. Wir brauchen High Staff, Edit Rooms. Nee. Da haben wir nur. Für die Rezeption. Ah ja, da. Okay, erstmal brauchen wir Diagnose, ne? Das ist Patients receive their initial consultation and result the GP's office. Was ist denn nochmal GP? Aber wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine. Nee. Wrong. Wir brauchen. Ach, scheiße. Dieses. Dings hier, ne? Wir brauchen erstmal. Pick Room. War der so ein kleiner Raum? Was soll das? Ach so, nee, den muss ich ja ziehen. Ach Gott, ich bin so schlecht. So. Mhm. Drag out the blueprint until you're happy with its size. Happy! Sauber. Okay, place the door. Dahin. Place some windows if you like, then click confirm. Wollen wir, dass man von da reingucken kann? Wir sind eine transparente Klinik. Die Sloan Memorial ist eine. Ach so, transparente Klinik. Die sitzen da gegenüber, ne? Vom Arzt. Glaube ich. Oder? Wie war das? Ich weiß nicht mehr. So. Nee. Scheiße! Ich weiß nicht mehr! Confirm. Please fill.